Na, die nächste Frage stellt der Abgeordnete Schwarz. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Guten Morgen, Herr Finanzminister. Ich hätte eine Frage zu Green Finance im weiteren Sinne und speziell zu den Green Bonds, zu den grünen Anleihen. Da könnte man sich ja fragen, warum sollte man auf der Mittelaufbringungsseite auch noch irgendwie eine Zweckwidmung durchführen? Man kann das ja auf der Mittelverwendungsseite über das Regierungsprogramm oder so weiter festlegen. Aber ich bin der Meinung, gerade wenn man Schulden macht, sollte man gute Gründe dafür haben und zukünftige Generationen profitieren davon, wenn man es speziell für Investitionen in den Klimaschutz zum Beispiel aufnimmt, das Geld. Und dann sind sie auch beleidigt, wenn sie Schulden zurückzahlen müssen, Zinsen zahlen müssen, wenn es ihnen nützt. Insofern ist das für mich ein wichtiges Thema. Und man sieht jetzt, dass zum Beispiel in Deutschland und in Dänemark diese grünen Anleihen relativ erfolgreich sind bisher. Es gibt auch andere Länder, wo sie schon zum Einsatz gebracht werden. Ich wollte fragen, jetzt, wo es auch die EU-Verordnung gibt, wie der Zeitplan ungefähr ausschaut für Österreich diesbezüglich. Also zunächst mal, wir arbeiten im Finanzministerium seit einigen Monaten an der Auflegung und Emission von Green Bonds. Wir haben seit diesem Dienstag, also von vor zwei Tagen, hat die Kommission die konkrete Richtlinie auch herausgebracht mit der exakten Taxonomie für eben sogenannte Green Bonds, damit es eben kein Greenwashing gibt, sondern damit es wirklich Emissionen von Projekten, für Finanzierung von Projekten sind, die im nachhaltigen Bereich anzusiedeln sind. Im Vorfeld habe ich mir auch ein wenig Gedanken darüber gemacht und mir angesehen, welche Länder bereits Sovereign Green Bonds emittieren und welchen Zinsvorteil sie daraus lukrieren. Und das ist schon aus meiner Sicht eine wesentliche Frage dabei. Denn am Ende des Tages, glaube ich, haben wir nichts davon, wenn wir höhere Zinsen zahlen, nur weil das Ganze ein anderes Marshall hat. Da wäre es besser, wir schauen, dass wir möglichst viel Zinsvorteil erhalten und das dann entsprechend gut investieren. Die einzigen, wo der Zinsvorteil nachvollziehbar ist, sind derzeit die Deutschen. Die haben einige Basispunkte Unterschied. Dort gibt es den Vergleich, weil die emittieren die Green Bonds mit denselben Laufzeiten wie die normalen Staatsemissionen. Das machen andere Länder nicht. Da gibt es atypische Laufzeiten, angeblich auch um die Vergleichbarkeit geringer zu halten, weil die Zinsvorteile nicht entsprechend sind. Aber ja, wir wollen das tun. Und vor allem, wenn es einen Zinsvorteil für Österreich bringt. Wir haben jetzt mit der entsprechenden Richtlinie der Kommission auch die Möglichkeiten, hier genau zu sortieren, in welchen Bereichen wir nachschärfen müssen. Generell ist aber zu sagen, dass österreichische Staatsanleihen in vielen grünen Portfolios bereits zu finden sind, weil wir in Österreich die Mittelaufbringung für die Verwendung von sehr, sehr nachhaltigen Investitionen bereits tätigen. Das macht die Evaluierung noch ein Stück schwieriger, weil wir schon so weit sind. Wenn es da um andere Staaten geht, die haben es vielleicht leichter, wenn die Kohlekraftwerke haben etc. In Österreich gibt es das alles zum Glück nicht mehr. Und deswegen sind wir bereits sehr, sehr nachhaltig in den Ratings für die staatlichen Emissionen. Zusatzfrage bitte. Ging eh schon ein bisschen in die Richtung, nämlich es gibt es ja jetzt nicht nur Deutschland und Dänemark, wo das eher gut läuft. Vielleicht, weiß nicht, Dänemark wird da wahrscheinlich einen Zinsvorteil daraus generieren. Andere Staaten weniger. Dieses sozusagen diesen Unterschied haben Sie schon angesprochen. Aber haben Sie auch sonst schon irgendwie Lehren gezogen aus den Unterschieden bei den verschiedenen grünen Anleihen, die es schon gibt in europäischen Staaten? Ja, wir evaluieren das regelmäßig. Dänemark hat noch nicht emittiert, da ist mein Wissensstand. Die wollen in diesem Jahr noch emittieren. Aus meiner Sicht könnten wir das auch tun, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, aber da müssen wir uns die Preisbildung genau ansehen. Das ist einiges an administrativem Aufwand. Wir brauchen ein regelmäßiges Reporting-System, wir brauchen eine externe Evaluierung. Das alles tun wir. Und wenn die Märkte einen Zinsvorteil hergeben würden, dann werden wir das natürlich machen, weil alles andere wäre absurd, wenn wir einen Zinsvorteil gerade im Nachhaltigkeitsbereich nicht nutzen würden als Österreich. Nächste Zusatzfrage stellt die Abgeordnete Baumgartner. Danke, Herr Präsident. Guten Morgen, Herr Finanzminister. Sie haben eben die nachhaltigen Ratingagenturen angesprochen. Wie bewerten diese die Republik? Sehr, sehr gut. Wir haben in vielen weltweiten Rankings, wo über 100 Staaten auch in die Evaluierung aufgenommen werden, sehr, sehr gute Platzierungen, teilweise unter den Top 10. Und das heißt natürlich, dass wir bereits jetzt in vielen Anlageportfolios, die auf Nachhaltigkeit Wert legen, mit unseren staatlichen Anleihen vorkommen. Das macht es für uns einerseits sehr, sehr leicht, auch unsere Anleihen zu platzieren am Markt. Die letzte Anleihe, die wir emittiert haben, die war doppelt überzeichnet. Das heißt, da sieht man, dass wir auch einen nachhaltig guten Ruf auf den Märkten haben. Wir haben ja generell einen Zinsvorteil im Vergleich zu vor 10 Jahren. Der gesamte Zinsdienst der Republik beträgt momentan, ich glaube, rund 3,7 Milliarden Euro.
Vor etwa 10 Jahren waren es 6 Milliarden Euro. Und das, obwohl wir jetzt einen höheren Schuldenstand haben, absolut und relativ zum BIP als davor. Das heißt, wir sind hier in einem sehr, sehr guten Fahrwasser mit einer sehr nachhaltigen Verschuldungsstrategie. Und das macht es einerseits nicht leichter, grüne Anleihen zu emittieren, aber umso spannender, vor allem, wenn sich dadurch noch ein Zinsvorteil ergibt.